Hallo Daniel, hier haben wir die erste deiner Aufgaben. Und zwar geht es hier um Vektoren, wie man sehen kann. Wir haben hier A-Vektor minus 1 minus 3, 1, B-Vektor 1 minus 1, 2, C-Vektor minus 2, 2 minus 4 und D-Vektor ist jetzt Alpha 2, 0. Und jetzt wird hier gesagt, A-Vektor und D-Vektor sollen orthogonal sein, ist die Aufgabe A und B. Vektor A, Vektor B und Vektor D sollen linear abhängig sein. Und das Ganze ist natürlich jetzt abhängig von dem Alpha in Vektor D und von Vokabeln. Denn die Vokabel für orthogonale Vektoren heißt, dass das Skalarprodukt 0 ergeben soll. Skalarprodukt heißt jetzt so viel wie, wir haben Vektor A minus 1 minus 3 und 1 mal, und zwar kein Kreuz, Alpha 2, 0. Soll gleich 0 sein. Dann sind sie orthogonal. Wenn wir das jetzt ausrechnen, rechnen wir x-Koordinate mal x-Koordinate plus y-Koordinate mal y-Koordinate plus z-Koordinate mal z-Koordinate. Dann kommt daraus minus 1 mal Alpha oder minus Alpha plus minus 3 mal 2 können wir auch hinschreiben. Plus 1 mal 0 lasse ich weg. 1 mal 0 ist nämlich 0. Und ist gleich 0 müssen wir natürlich hinschreiben. So, jetzt steht da minus Alpha gleich minus 6. Dann rechnen wir hier plus Alpha, dann steht da Alpha ist gleich 6. Das heißt, wenn hier oben 6 steht, kommt beim Skalarprodukt von Vektor A mal Vektor D, kommt dann 0 raus. Und deshalb ist dann hier tatsächlich, wenn Alpha gleich 6 ist, kommt 0 raus und dann sind sie orthogonal. Das kann ich auch mit jedem anderen dieser Vektoren relativ zügig machen. Zum Beispiel mit C kann ich das auch vielleicht sogar, kann man das im Kopf machen. Ich will natürlich jetzt hier ein kleines bisschen das auch anregen, dass man hier dieses hier als eine schnelle Aufgabe auch ansieht. Und zwar minus 2 mal Alpha sind ja minus 2 Alpha plus 4 und 0. Ja, minus 2 Alpha plus 4 gleich 0. Dann würde da minus 2 Alpha plus 4 gleich 0 stehen. Dann würde man die 2 Alpha hier rüberholen. Dann steht da plus 2 Alpha gleich 4. Durch 2 ergibt dann Alpha gleich 2. Ja, bei diesen beiden, C und D, wäre Alpha gleich 2 zu legen. Das heißt, wir können diesen hier immer rechtwinklig zu einem dieser Vektoren bauen. So, das ist das erste mit dem Orthogonal. Die Vokabel muss unbedingt sitzen, damit man mit so einer Aufgabe nicht zu lange selber sitzt. Ja, gut, jetzt will ich auch diese Aufgabe dann gleich schon mal hier weg xen. Die nächste Vokabel, die es hier zu lernen gilt, die muss man nicht mal unbedingt verstehen. A-Vektor, B-Vektor und D-Vektor sollen linear abhängig sein. Und dieses hier ist tatsächlich jetzt die Vokabel, die folgendermaßen umgesetzt wird. Es muss nämlich gelten, A-Vektor ist gleich, ja, können wir jetzt R mal B-Vektor plus S mal, was hatten wir denn eigentlich? D-Vektor. Ja, das hier ist im Prinzip nichts anderes, als dass wenn wir hier einen Vektor A haben, ja, dann können wir den ausdrücken durch einen Vektor B, den wir strecken, meinetwegen mit dem Faktor 3,5. Und einem Vektor C, nee, D, ne? Den wir jetzt meinetwegen mit minus 3 strecken. Ja? Das bedeutet dann nichts anderes, als dass A, B und D in einer Ebene liegen. Und drei Vektoren liegen ja generell immer in einer Ebene. Kann man mal versuchen, das anders hinzulegen. Die können wir, weil wir sie ja im Raum verschieben können. Wenn sie einen festen Ansatzpunkt haben, dann natürlich nicht. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Philosophie betreiben, sondern wir wollen rechnen, rechnen, rechnen. Also steht hier minus 1 minus 3, 1 ist gleich R mal 1 minus 1, 2 plus S mal Alpha 2, 0. So, jetzt ist das hier ein Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem werde ich jetzt mal nach oben verschieben, so dass man dann hier tatsächlich die x-Koordinate, die y-Koordinate und die z-Koordinate als eine Gleichung hinschreibt. Erste Gleichung wäre dann minus 1 ist gleich 1 mal r ist r plus s mal Alpha. Sieht schrecklich aus, ich weiß, aber wir kommen ja noch zu den anderen Gleichungen. Zweite Gleichung, minus 3 ist gleich minus r, denn minus 1 mal r ist minus r, plus 2s. In dieser ersten Gleichung haben wir jetzt r, s und Alpha. In der zweiten Gleichung haben wir nur noch R und S.
Und in der dritten Gleichung, oh Wunder, weil es ist ja letztendlich hier nur so eine Appetizer-Aufgabe, haben wir dann 1 ist gleich 2r plus 0s. Das heißt, aus dieser Gleichung können wir r bestimmen. Ne? Durch 2 rechnen, dann steht da r gleich 1 halb. Wenn wir r gleich 1 halb jetzt mal sukzessive einsetzen, das heißt, wenn wir das hier einsetzen, nach und nach, ne? Dann können wir jetzt mit plus 1 halb die Gleichung hier und durch 2 nach s auflösen. Das heißt, wir rechnen erst plus 1 halb. Ich schreibe das mal hier extra hin. Ne? So viel Zeit muss sein. Dann haben wir hier also minus 3 gleich minus 1 halb plus 2s. Rechnen wir plus 1 halb, dann steht da minus 2,5, um mal eine Dezimalzahl zu bringen, gleich 2s. Teilen wir durch 2, dann steht da s ist gleich minus 1,25, oder? Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, ne? 2, minus 2,5 durch 2 ist das gleiche wie minus 5 durch 4. Minus 5 durch 4 ist minus 5 Viertel. 5 Viertel ist 1,25. Also ist s gleich, das kommt hier raus, s gleich minus 1,25. Dann können wir hier wieder unsere Nebenrechnung sozusagen einmotten und können dann hier oben die beiden Ergebnisse einsetzen für r und s. Dann steht da nämlich r minus 1 gleich 1 halb. Minus 1,25 mal Alpha. Das Ganze wird jetzt nach Alpha aufgelöst durch minus 1 halb. Dann steht da minus 1,5 ist gleich minus 1,25 Alpha. Durch minus 1,25 haben wir also 1,2 gleich Alpha. Ich gucke nochmal nach, ob ich das jetzt hier nicht falsch irgendwo geguckt habe. Es könnte sein, dass ich mich hier mal mit einer Zahl vertue. Das hoffe ich, nimmt man mir nicht übel, denn der Weg ist ja hierbei entscheidend, denn diese Aufgabe, so wie sie hier ist, wird wohl eher unwahrscheinlich auch in deiner Klausur vorkommen. So, ich hoffe, dass das klar ist, dass diese beiden Vokabeln sitzen müssen und dass man dann diese Aufgaben, man kann sich ja ruhig mal, ja, keine Ahnung, 10 Vektoren auf den Tisch würfeln und dann mal versuchen, ganz schnell diese Sachen nachzuvollziehen, damit man an der Stelle firm da drin wird. Das kann man im Übrigen auch, nein, das will ich jetzt nicht sagen. Also ich freue mich auf Kommentare und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl.